Okay, meine Geschichte mit Bitcoin 2013 war es, wenn einmal einer von meinem Kollegen hat mir gesagt, dass es gibt diese Währung, die censorship-resistant ist. Niemand kann es kontrollieren. Meine erste Reaktion war, kann man auch ein Wahlsystem, unkontrollierbare Wahlsystem haben ohne Fälschung und so von Art. Und wenn man in einer totalitären Regierung lebt, es gibt Vorteile. Ein Vorteil ist, man schätzt richtig die Freiheit. Inflation. In Iran haben wir vielleicht in letzter 40 Jahre mindestens 20% Inflation pro Jahr. Wenn ich hier nach Deutschland gekommen bin, habe ich für 10.000 Euro 40 Millionen Tuman bezahlt. Jetzt ein Euro ist 30.000. Kann man ein System ohne Fälschung haben? Musste ich ein Thema für meine Masterarbeit aussuchen und wollte ich unbedingt etwas mit Blockchain machen, weil ich dachte, dass das Blockchain ist, was es Fälschungssicherheit mitbringt. Das ist meine Geschichte, weil ich habe es verstanden später, dass es nicht nur Blockchain ist, es ist mehr als Blockchain. Kein Professor interessiert sich für ein Blockchain. Wir alle sagten, Was? ja, das ist ein Hype, Bitcoin ist ein Hype, es wird in 2 Jahren, 3 Jahren sterben. Ich habe mein Masterthesis hier unter der Fraunhofer Institut unter dem Titel Evaluating Non-Functional Requirements on the Blockchain Protocol with regards to Voting geschrieben. Und so Das habe ich ist verstanden, dass Blockchain ist nicht für alles gleich. Du findest Leute wie du, die für die Freiheit wichtig ist, und dann alle verstehen, okay, es gibt nur einen Weg dafür und das ist Bitcoin. Ich hatte den Glück, einen Freund ein Iraner noch in Schweden kennenzulernen. Der hat mir viel, viel geholfen mit meiner Masterarbeit und auch mit den ganzen Geschichte mit der School of Thoughts, Austrian School of Thoughts, Hayek, wie es funktioniert mit dem Federal Reserve und alle zentralen Banken und Inflation und wie haben niemand von uns haben wir finanzielle Freiheit, weil die Welt kann manipuliert werden und wie wichtig ein, wie sagt man, Ein Sound Money ist. solides Geld, ja. Shoutout an Faraz. Er hat mir viel geholfen. Ich hatte nie eine Shitcoin-Phase. Er war die erste Person, die sagte mir, dass okay, nicht nur alle Shitcoins sind Shit. Auch Ethereum ist auch nicht gut. Wir sehen auch, was für eine wichtige Sache Inflation ist. Es ist, wir fühlen es direkt zehnmal in weniger als 10 Jahren, weil Strom ist viel zu viel günstig im Iran. Du kannst dir nie. Okay, ich bezahle mehr hier in einem Monat, als mein Vater im Iran bezahlt, ich denke in 3 Jahren. Es gibt so viel Inflation. Leute wollen so schnell wie möglich von den lokalen Währung raus. Und dann haben die Leute keine Zeit zu richtig recherchen und gehen auch in den Shitcoin. Wenn du Tether, USDT, mit deiner iranischen IP benutzt, es kann sein, dass freezing the money in your own account. Okay, PayPal ist cool, du kannst viel zu viel mit PayPal machen, aber nur wenn die dir erlauben. Ich kann jetzt in weniger als 10 Minuten Geld von Euro in Bitcoin umwandeln, in Lightning erhalten und direkt durch Lightning an meine Freunde in Iran schicken. Und Tron ist scheiße, es ist scheiße auf scheiße. Es gibt eine Website, heißt Bitcoin D wie Bitcoin Demon.mi.
und das ist eine Website, die wir die Leute dahinter nicht kennen. Die sind alle Pseudonym und alle machen freie Arbeit. Mhm. Und da kannst du zum Beispiel 21 Lektionen auch auf Persisch finden. Ich habe etwas über Energy Consumption geschrieben, aber es ist nicht hier, es ist auf meinem eigenen Telegram-Channel. Bitcoin für mich ist die Personification auf Freiheit. Es ist die zweite Wahl. Du hast eine andere Wahl. Und das ist sehr wichtig. Und für mich, okay, ich kann es nicht in zwei Sätze zusammenbringen. Ich denke, Bitcoin ist wie wichtig wie Schreiben. Es ist ein neues Zeug, um Sozialkonsens zu verteilen, zu erstellen. Könnten wir bisher nie einen Sozialkonsens haben, ob wie viel von dieser Nummer, das ist Bitcoin, eine Person hat. Mhm. Aber jetzt können wir. Und jetzt, dass wir diesem Zeug haben, diesem Werkzeug haben, dann können wir viel mehr machen. Zum Beispiel, das kann auch ein Wahlsystem auch sein. Ich bin mir sicher, dass wir Bitcoin wird enorme und größere soziale Änderungen für uns mitbringen. Mhm. Wir sind dafür verantwortlich, dass diese sozialen Änderungen in den richtigen Weg zu pushen. Mhm. Zum Beispiel mit dem User-Activated Soft Fork haben wir es schon einmal versucht und auch geschafft, dass die Macht von den Händen der Miners zu überholen, zu nehmen. Das ist Wahnsinn. Ich liebe Bitcoin. Je mehr ich darüber spreche, das ist eine, wie auf Englisch sagt man, Passion. Je mehr darüber du sprichst und denkst, verstehst du besser, dass, was für eine wichtige Sache ist das. 21. Der Weg mit Daniel und Fab. Was ist Bitcoin für dich? Du willst wissen, was denn bitte Bitcoin ist? Das kann ich dir nicht sagen, denn Bitcoin ist so vieles und zur gleichen Zeit fast nichts. Aber wenn du dir die Zeit nimmst, werde ich dir erzählen, das ist Bitcoin für mich.